Thema Religion bin ich halt schon lange am Überlegen, schon über 2 Jahre überlege ich halt, wie das alles sein kann und ob es das Gab es einen Auslöser dafür oder einfach so, oder? Mein Vater ist Christ, also bin ich teilweise Dein auch Vater ist? Christ. Christ, okay. Also ich Praktizieren auch? Ja, okay. Also ich bin dann halt auch teilweise christlich aufgewachsen Ja. und deswegen bin ich auch schon früh mit der Religion in Kontakt gekommen. Dann habe ich mit den Jahren ist es aber weniger geworden, also ich habe dann auch nicht mehr praktiziert und gar nicht so, weil ich halt Atheist. Also früher auch mal so in die Kirche gegangen und solche Dinge, ja. Das war bei mir auch so, lange Zeit, so bis ich 8, 9 Jahre alt war. Okay. Und dann bin ich halt, habe ich mir halt auch andere Religionen angeguckt, natürlich, um zu gucken, wie das so alles ist. Habe mir dann auch selber überlegt, wie das denn sein könnte und alles. Und meine Vorstellung, sage ich mal, hat einfach am besten zum Islam gepasst. Und es hat einfach vieles gestimmt, also wie es im Islam auch ist. Und zum Beispiel im Christentum darf man ja eigentlich Alkohol trinken, wo ich mir dann so dachte, das kann ja eigentlich gar nicht sein, dass man das darf, Ja. weil es Okay, so. ja. Ja, und auf der Realschule gab es dann halt Muslime, die dann nicht so gut waren, weil die auch gesündigt haben, also auch Alkohol getrunken haben und alles. Ja, ist ganz viel heute, ja, Dann leider. war das halt nicht so im besten Licht. Als ich dann aber aufs Gymnasium gegangen bin, mit Hamza, der hat mich dann. Oh, der ist auch hier? Ja, Ah, okay. Da haben wir noch viel geredet, viel diskutiert, wie das ist, auch mit anderen, also mein Kollege, der Sude auch. Und da haben wir auch mit denen geredet und alles. Dann bin ich nochmal mehr ins Thema Islam auch gekommen. Und Hamza hat mir auf jeden Fall auch sehr geholfen, dass ich da auf den richtigen Weg komme. Oh Mann, das ist. Also ich hatte eine sehr, sehr, sehr ähnliche Geschichte. Ich war auch so, bis 8, 9 Jahre war ich so christlich praktizierend, in die Kirche gegangen, relativ regelmäßig. Dann irgendwann halt verliert Religion so an Bedeutung und man wird so Teenager und genießt so ein bisschen das Leben. Und dann irgendwann auch hatte ich mir so halt Fragen gestellt. Das waren schon Dinge, die mich beschäftigt haben. So der Sinn von dem Ganzen, wie geht es nach dem Tod weiter und sowas halt. Und dann hatte ich auch in der Schule, kurz vor dem Abitur, ein Freund aus Pakistan war mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen. Und dann auch am Ende konvertiert. Ein bisschen später als du, ich war schon 18 Jahre, aber das ist ungefähr so der Weg. Voilà, mashallah, schön. Alhamdulillah, unglaublich schön zu hören.